Der Effenberg geht zum FC Paderborn und wird da Trainer. Was war so Ihr erster Gedanke, als Sie es vielleicht durch Medien, durch eine Zeitung erfahren haben? Das ist eine wunderbare Sache für Stefan Effenberg, um die ersten selbstständigen Schritte im Fußball zu machen. Als Spieler war er immer eine Führungsfigur. Er hat die entsprechende Ausbildung gemacht, auch mit dem Ziel, eine Profimannschaft zu betreuen. Diesen Schritt hat er jetzt vollzogen und ich wünsche ihm eben, dass er auch dort genau denselben Erfolg im Laufe der Jahre erzielt, wie das in seiner aktiven Laufbahn als Profispieler der Fall war. Ich finde eine gute Entscheidung, für Paderborn natürlich auch. Und ich wünsche, wie gesagt, Stefan Effenberg alles erdenkliche Gute auf diesen nächsten Schritt in seinem Leben. Er war nun sehr viel, ich sag mal, in den Boulevardmedien und war fast schon so ein bisschen ein Star, aber nicht mehr auf dem Platz, weil seine Karriere liegt zurück. Jetzt ist er ja eigentlich wieder im Berufsleben sozusagen angekommen. Was wäre Ihr Rat an ihn? Weil mit Boulevard und mit Starsachen kommt man ja bei einem Verein, der auf dem 15. in der zweiten Liga ist, nicht weiter. Stefan bringt unglaublich viel Erfahrung mit, was es heißt, eine Mannschaft zu führen, was es heißt, den einzelnen Spieler vorzuleben, was es heißt, erfolgreich zu sein. Im handwerklichen Bereich ist es ja so, dass wir heute unheimlich viel Experten an unserer Seite haben. Also der Trainerberuf heutzutage ist ja nicht mehr davon geprägt, dass ich überall alles alleine mache und alles selber genauestens weiß. Aber durch die Ausbildung hat er eigentlich eine sehr gute Grundlage, um überall entsprechend mitreden zu können. Und ja, raten möchte ich nichts. Ich wünsche ihm einfach nur, dass er den größtmöglichen Erfolg hat. Und wenn es mal nicht so läuft, das weiß er sicherlich auch noch aus seiner aktiven Zeit, dann muss er eben auch mal die Ärmel hochkrempeln, muss auch mal eine Durchstrecke überstehen, um dann gestärkt aus so einer schwierigen Phase hervorzugehen. Ich traue ihm jedenfalls eine sehr gute Karriere zu.